Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Parallels Remote Application Server. Wir kürzen das immer so schön mit RAS ab. Neue Funktionen in der aktuellsten Version 18.2. Mein Name ist Timo Stubel von der Parallels und ich heiße Sie herzlich willkommen. Ja, kurze Agenda. Wer oder was ist überhaupt Parallels? Das zeige ich Ihnen in den nächsten Minuten. Dann werde ich Ihnen einen Überblick über unsere Parallels RAS, also Parallels Remote Application Server Lösung geben. Dann gehen wir in die Neuerungen der aktuellen Version 18.2. Ich glaube, die wurde am 3. November released, also brandneu. Und danach machen wir eine kurze Demo, zeige ich Ihnen mal, was ich hier in meinem lokalen Demo-Lab habe. Dann haben Sie zumindest mal einen Überblick über die Lösung an sich. Gut, wer oder was ist Parallels? Wir sind derzeit oder inzwischen in rund über 140 Ländern mit 5000 Vertriebspartnern und mehr tätig. Wir genießen hier ein sehr großes und gutes Vertrauen, haben einige, viele, größer 7 Millionen Personen im Business-to-Consumer-Bereich. Das kommt ganz einfach daher, wenn man das Logo Parallels sieht, dann bringt man es eigentlich immer mit einem Produkt in Verbindung. Das zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie. Deshalb haben wir hier tatsächlich sehr, sehr viel Business to Customer. Aber wir sind auch sehr stark im Aufbau mit unserer B2B-Lösung, nämlich mit Unternehmen direkt. Ja, Produktportfolio, Lösungsportfolio. Hier haben wir schon oben links das Produkt, wo eigentlich jeder drüber nachdenkt. Wenn er das Parallels-Logo sieht, dann kommt direkt, das sind die mit dem Mac. Genau, es ist ein Hypervisor, ein Typ 2 Hypervisor für Mac OS, für Macintosh-Geräte, worüber ich eben Gastbetriebssysteme parallel auf dem Mac laufen lassen kann. Das Ganze kann ich natürlich auch mit so einem Macintosh-eigenen Bootcamp machen. Bootcamp ist aber nichts anderes als ein Bootloader. Das heißt, ich muss mich beim Einschalten der Kiste entscheiden, mache ich macOS oder mache ich eines meiner Gastsysteme? Mit Parallels Desktop für Mac geht das Ganze eben parallel. Ja, über die Jahre hinweg kamen weitere Produkte hinzu in das Lösungsportfolio. Wir sehen hier Parallels Access. Ist ein Produkt, was wahrscheinlich aus den späten 90ern, Anfang 2000er kommt, wo die DSL-Anschlüsse hochkamen und man quasi zu Hause immer online sein konnte. Und genau mit dem Produkt Parallels Access konnte ich mir einen Fernzugriff auf meinen Desktop am heimischen DSL-Anschluss einrichten. Ja, als dann irgendwann, ich glaube es war 2011, Apple sich entschieden hat, nur noch auf Intel-Prozessoren zu setzen, da war quasi dem Einzug der Macintosh-Geräte in Unternehmensnetzwerke kaum noch zu halten. Jeder eingefleischte Windows-Administrator hat sich eigentlich die ganze Zeit vehement gewehrt, so eine Maschine überhaupt anzufassen. Aber hierfür gibt es dann ein entsprechendes Plugin, und zwar unser Parallels Device Management, womit wir solchen Windows-Administratoren die Möglichkeit geben, Macintosh-Geräte im Netzwerk zu discovern, zu finden, aufzuspüren und letzten Endes natürlich auch mit Richtlinien zu versehen, Software-Updates auf diese Maschinen auszubringen, einfach die gesamte Kontrolle zu halten und natürlich auch das komplette Staging, also das Bereitstellen einer neuen Betriebssystemversion zum Beispiel, über die SCCM-Konsole mit unserem Device-Management-Plugin zu realisieren. Ja, es war dieses Jahr, glaube ich, 2021, als unsere Entwickler dann auch Parallels Desktop für Chrome OS gelauncht haben. Also selbes Szenario, Besitzer eines Google Chromebook, aber inzwischen gibt es das ja auch, also die Hardware nicht nur von Google selbst, sondern im Mediamarkt von Lenovo, von Fujitsu, Siemens und. Aber eben dennoch mit einem Chrome OS installiert. Und Besitzer einer solchen High-End-Maschine können eben auch darauf parallele Gastsysteme installieren mit unserer Spezialedition Parallels Desktop für Chrome OS. Laut Systemvoraussetzung braucht es mindestens einen i5-Prozessor. Richtig Spaß macht es aber wirklich mit einem i7. Zumindest wenn man mal mehr als nur eine Gast-VM starten möchte. Ansonsten tut es auch wirklich ein i5. Ja, dann haben wir auf der rechten Seite die Parallels Toolbox für Windows und Mac haben wir die im Portfolio.
Diese Toolbox nutze ich selber auch. Es ist eine Ansammlung von Systemfunktionalitäten. Das geht los mit Flugmodus ein- und ausschalten, Schreibtisch aufräumen, Demo-Modus oder Präsentationsmodus heißt er vielmehr. Das heißt, wenn ich zum Beispiel tatsächlich Präsentationen an meiner Maschine mache, möchte ich einen sauberen Desktop haben. Ansonsten ist das Ding nämlich immer zugemüllt mit verschiedensten Dateien und Desktop-Icons. Dann kann ich einfach sagen, Präsentationsmodus an. Und alles ist sauber, mein Tisch ist geputzt. Festplatten auswerfen, Laufwerke bereinigen, all das haben wir hier zusammen gebündelt. Unter Mac OS ist das Symbol dann oben rechts neben der Uhr zugänglich, unter Windows in alter Manier unten im Sys-Tray. Wir gucken uns aber heute unser Remote Application Server Parallels RAS an, was eine Komplettlösung für die Bereitstellung von Remote-Anwendungen und VDI ist, die den Zugriff von jedem Gerät aus ermöglichen sollen. Ja, wir erleben eine digitale Transformation, meine Damen und Herren. Das Ganze ist natürlich nicht nur jetzt durch unsere Corona-Pandemie bedingt. Das erleben wir schon viel, viel länger. Schon vor Jahren haben verschiedene Kunden ihren New Way of Working definiert oder erst einmal gesucht, bevor sie ihn definiert haben. Dann gibt es die tollsten Konzepte, wie man Einzelbüros aufgelöst hat und mobiles und flexibles Arbeiten realisiert hat, dass es quasi im Unternehmen nur noch solche, ich sag mal, Kaffeenischen gibt, wo man sich mit seinem Laptop hinsetzen konnte, im Einzelbereich oder vielleicht auch mal im Zweier- oder im Viererbereich. Da gibt es ja auch ganz tolle Sitzmöbel, die sowas auch entsprechend ermöglichen. Zweier-, Vierer-Möglichkeiten und so weiter. Ja, und gerade jetzt auch Remote Working, das ist immer schon ein Thema gewesen, aber durch die Pandemie und Lockdown natürlich ganz klar gekommen, dass ich Zugriff auf unternehmenswichtige Daten, Applikationen von überall aus geben möchte. Und wir haben in der Pandemie gesehen, dass es funktioniert. Also es ist mit Sicherheit ein Lernfaktor für viele Unternehmer, Unternehmen gewesen, Vertrauen aufzubauen in die, ja, ich sag mal, Zuverlässigkeit der Mitarbeiter. Aber für den Mitarbeiter ist es eine enorme Flexibilität, dann zu Hause vielleicht auch mal die Kinder noch von der Schule willkommen zu heißen und was zu essen hinzustellen oder gelegentlich Behördengänge einfach mal zu machen, vormittags, denn auch ich musste wirklich feststellen, dass unsere Behörden inzwischen wahrscheinlich nur noch halbtagsmäßig arbeiten, keine Ahnung. Termine gab es nur mit 3 Wochen Vorlaufzeit und auch grundsätzlich immer nur vormittags, wo ich leider immer arbeiten musste. Aber gut, man hat hier definitiv gemerkt und gelernt und mit Lösungen wie Parallels Remote Application Server sind wir eben in der Lage, einen Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten zu lassen. Ja, viel erzählt. Azure Virtual Desktop. Ich bin froh, dass ich hier die neuen Slides schon von unserem Marketing bekommen habe, denn bis vor kurzem hieß das Produkt noch Windows Virtual Desktop, WVD. Microsoft hat es dann kurzerhand nochmal umbenannt in Azure Virtual Desktop. Und wir haben natürlich demnächst, wie es ausschaut, das Windows 365 für kleinere Unternehmen. Ich meine im Kopf zu haben, bis 400 User kann man dann auch dieses Produkt buchen. Warum haben wir das hier mit drauf? AVD wird also immer wieder mal in unseren Kundengesprächen angesprochen und hinterfragt, was ist es, wie funktioniert es? Ich habe es jetzt hier auf der Folie drauf, um Ihnen einfach zu sagen, wir haben eine Integration geschaffen in unserer Administrationskonsole, in der RAS-Konsole, dass ich mich also auf den Hypervisor oder an den Hypervisor von Azure, der Azure Resource Manager, um genau zu sein, ran connecten kann. Und dann kann ich in alter Parallels-Manier über unsere einfach zu bedienende Konsole in Azure VMs klonen, hochfahren, löschen, die komplette Bearbeitung eben über unsere Konsole machen. Und wir sehen in dem Moment Azure nur als einen Hypervisor. Datensicherheit, selbstverständlich, ganz, ganz wichtig. Und bei uns wird alles SSL verschlüsselt. Ja, also der Zugriff von zu Hause, von extern, aber natürlich auch von intern. Bei uns geht nichts unverschlüsselt über die Leitung.
Gut, die wichtigsten Vorteile von Parallels RAS einmal zusammengeführt. Wir werden immer wieder über diese Vorteile oder diese Punkte stoßen. Unsere Slides sind hier ja doch sehr einprägsam. Wir werden also öfters über das Thema Datensicherheit und Agilität und einfache Bereitstellung, Konfiguration und Wartung sprechen. Aber hier haben wir jetzt ein schickes Slide dafür. Überlegene oder überragende Benutzererfahrung auf jedem Gerät, überall. Also ganz klar, um auf eine Remote Computing Lösung zugzugreifen, muss ich mich irgendwie dahin verbinden. Das kann ich zum einen über einen Webbrowser. Heutzutage sind alle Browser HTML5 fähig. Und in diesem Browserfenster läuft dann unser Client. Und in dem Client wird jede firmenbezogene Applikation, sei es der SAP-Client oder auch einfach nur das WordPad oder Outlook, was auch immer, wird dann im Webbrowser vollumfänglich zur Verfügung gestellt und angezeigt. Jetzt möchte der User aber vielleicht nicht den ganzen Tag in einem Webinterface arbeiten. Das heißt, wir haben hier auch einen sogenannten nativen Client und den bringen wir für jedes Common OS, also für jedes gängige Betriebssystem. Wir sehen es nachher nochmal von Windows natürlich angefangen, über Linux, über macOS, iOS, also die Apple-Jünger, aber auch die Fans von Android-Systemen werden hier natürlich mit einem Android-Client und einem Google Chrome OS-Client versorgt. So, habe ich einen Client installiert, ist hier die Benutzererfahrung auf jeden Fall sehr, sehr optimal, denn Sie könnten im Prinzip Ihre Kunden, Ihren Mitarbeiter per E-Mail einladen, auf die Umgebung zuzugreifen. Er kriegt eine schicke HTML-E-Mail, da gibt es dann den Link zu dem passenden Client für Windows, für Mac und dann gibt es einen schicken Knopf unten drunter, jetzt konfigurieren. Und dann wird dieser Client auch automatisch konfiguriert. Das heißt, der User braucht danach nur noch eine Benutzeranmeldung zu machen, also seine Domain-Credentials, vielleicht auch mit Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert und kann dann auf alle unternehmensrelevanten Daten und Applikationen, die sie freigeben, zugreifen. Die Datensicherheit an der Stelle, die wird natürlich auch eingehalten, denn Sie haben über sogenannte Client-Richtlinien, über Policies, die Möglichkeit zu erkennen. Zum Ersten, von wo kommt eigentlich mein User? Greift er von einem externen Gerät zu, ja, weil er zum Beispiel über die DMZ sich einwählt? Oder sitzt er gerade in seinem Büro hinter verschlossenen Türen, aber in meinem sicheren Netzwerk? Und dann kann ich über Datensicherheit und über diese Richtlinien definieren, darf der User scannen, darf der User drucken, darf er Dateien hin und her kopieren oder eben nicht, in Abhängigkeit mit verschiedensten Kriterien. Ja, einfachste Bereitstellung und Wartung und Konfiguration. Da haben wir so ein schickes, so eine Geste hier mit dieses Swipen. Gerade auf mobilen Endgeräten, Surface Books und Tablets und iPhone oder Smartphones, sind wir natürlich gewöhnt, dass wir zum Scrollen mit den Fingern einfach etwas hin und her schieben und swipen und diese Gesten eben machen. Das Ganze übersetzen wir an Windows-Applikationen. Das heißt, ich kann tatsächlich in einem veröffentlichten Excel, was ja doch sehr, sehr, ich sag mal, störrisch sich bedienen lässt, kann ich mit zwei Fingern in eine Tabelle reinzoomen, kann das Excel-Sheet hin und her bewegen mit einem Finger. Das übersetzen wir eben sehr schön für die Anwendung. Reduzierte Gesamtbetriebskosten ist immer ein bisschen gefährlich. Ich mag den Punkt eigentlich ungerne, aber es geht tatsächlich einher mit geringeren Lizenzkosten, die wir haben im Vergleich zu unseren Mitbewerbern. Aber auch tatsächlich ein viel, viel wichtiger Aspekt, dass wir einen geringeren Fußabdruck, also einen digitalen Fußabdruck in Ihrer Netzwerkumgebung, der ist von uns bedeutend kleiner. Es gibt nicht so viele Appliances und Server und Dienste und Datenbanken, die wir benötigen, wie es beim Mitbewerb der Fall ist. Und somit können wir eben von einer gesamtreduzierten Betriebskosten sprechen. Ja, schauen wir uns die neuen Funktionen in 18.2 an. Dazu gehören zum Beispiel optimales Routing.
Damit ist unser HALB, der High Availability Load Balancer, gemeint, der hier jetzt neue Funktionen bekommen hat. Unterstützung neuer Betriebssysteme. Ganz klar geht in Richtung Windows 11, Server 2022. Die Dinger stehen in den Startlöchern bzw. sind schon zum Download verfügbar, die hier mit unterstützt werden und eine verbesserte User Experience und Verwaltung. So, optimales Routing. Bisschen Hintergrund. Wir stellen uns vor, ein Unternehmen hat eventuell mehrere Rechenzentren, mehrere Standorte. An den Standorten stehen Terminal-Server, wo Applikationen gehostet und publiziert werden. Wir sagen einfach mal in Österreich, der Österreicher arbeitet natürlich in der Umgebung in Österreich und der Kollege aus Deutschland oder aus den Niederlanden arbeitet dann in seiner Farm, in seinem Datacenter eben in Deutschland oder den Niederlanden. Jetzt mag es aber vielleicht sein, dass ich eine firmenweite Kernapplikation habe. Mir fällt jetzt gerade nichts Übergreifenderes ein als vielleicht SAP oder irgendwelche anderen Datenbank-Applikationen. Und die hoste ich an meinem zentralen Firmenstandort. Und das kann von mir aus jetzt einfach mal in Deutschland sein. Und da habe ich ein Team von Administratoren, die kümmern sich fleißig darum, dass diese Datenbankinformationen, dass diese Kernapplikation läuft. Und jetzt sollen eben die anderen Länder zusätzlich auf diese Applikation, die in Deutschland in der deutschen Site gehostet ist, zugreifen dürfen. Und da hat es verschiedene Ansätze gegeben in der Vergangenheit und genau darum geht es hier. Die Gateways, also die Halb-Gateways, die kennen jetzt untereinander den besten und optimalsten Weg zu einer Applikation. 11 oder Windows 11 wird für den Mac-Client, Entschuldigung, für den Mac-Client, Windows 11 wird für den Parallels-Client unterstützt. Die neuen Mac OS 12 werden auch unterstützt für Intel-basierte sowie auch die M1, M1 Pro und M1 Max Prozessoren. iPad OS und iOS 15 werden hier unterstützt. Nutanix als Hypervisor mit der 15.20 Longtime und die Scale Computing wird ebenfalls mit den neuen Versionen unterstützt. Ja, kommen wir zu den weiteren Funktionen, die verbesserte HTML5-Erfahrung. Hier ist es tatsächlich so, dass wir nun, ich sag mal, nativ mit dem HTML5 Webinterface eine Zwischenablage umleiten können. Reiner Text. Das heißt, wenn ich auf meiner lokalen Maschine, im Internet Explorer, in irgendeinem Dokument, wo auch immer, Text markiere und kopiere, kann ich den jetzt ohne weiteres im HTML5 Webinterface in einer entsprechenden dort geöffneten, angezeigten Applikation per Copy und Paste rein und raus kopieren. Das Ganze können wir einstellen, also granular konfigurieren. Sie sehen es hier oben: Clipboard, Redirection, Bidirectional, bidirektional. Wir können aber genauso gut, das ist jetzt hier nur ein Screenshot, können das genauso gut auch definieren, dass zum Beispiel nur von lokal nach remote kopiert werden darf oder nur von remote nach lokal oder eben bidirektional. Das Ganze ist neu und funktioniert derzeit auf Chromium-basierten Browsern, wie zum Beispiel der Microsoft Edge und dem Google Chrome Browser natürlich. Für alle anderen Browser ist es genau wie bislang bei den älteren. Okay, wir haben das Verwaltungsportal optimiert. Auch dies wird bei uns wirklich kontinuierlich weiterentwickelt. Es kommen immer mehr und mehr Funktionen auch in das webbasierte Verwaltungsportal, Managementportal. So wie hier, dass wir jetzt das Monitoring auch mit in das Webinterface übernommen haben. Ich zeige es mal auf dem nächsten Screenshot. Da ist es nämlich genau, also unser Grafana-Graph, der übrigens auch jetzt in weiß dargestellt wird, beziehungsweise grau. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Bislang wurde immer der schwarze Standard-Hintergrund von Grafana in unserer RAS-Konsole eingebettet. Hier hat man einfach das Farbschema angepasst. Es sieht ein bisschen freundlicher aus, ein bisschen heller aus natürlich. Und das Ganze ist eben jetzt auch im webbasierten Managementportal ersichtlich.
Da haben wir den Reiter Monitoring mit hinzugefügt und dann kann ich hier entsprechend auf die Information zugreifen. Ja, Leitschema, das ist hier das Graue letzten Endes. Und was wir aber auch hinzugefügt haben, ist die Möglichkeit, das Webinterface auf einen Kiosk-Mode zu schalten. Wir sehen hier mal den Unterschied. Hier ist der Standard-Mode und hier haben wir den Kiosk-Mode. Es wird letzten Endes nur die Seitenleiste deaktiviert. So, alle Rastertabellen und Objekte haben jetzt eine Statusanzeige. Und was auch neu in der 18.2er-Version ist, dass wir die neueste Microsoft FS Logic-Version erkennen und auch anzeigen, wie jetzt hier 21.05. Und Lizenzwarnungen werden jetzt auch im Managementportal mit übernommen bzw. mit angezeigt. Andere Merkmale, da haben wir jetzt keine Screenshots für, deshalb nur hier ein kurzer, schneller Überblick. Kurzer Blick auf die Uhr, ja, sind noch gut in der Zeit. Berichte, die haben wir mit angepasst. Zum Beispiel AVD, also Azure Virtual Desktop Benutzersitzungen, werden in der Konsole mit angezeigt. Was haben wir hier noch? Unterstützung FS Logic haben wir gerade schon thematisiert. Änderungen der Benutzeroberfläche, ja, das sind Kleinigkeiten. AVD, Azure Virtual Desktop. Zuvor hieß das Ganze ja Windows Virtual Desktop und das tauchte in unserer Konsole an verschiedensten Stellen auf. Das haben wir einfach mit angepasst. Wirklich nur Designänderungen. Die APIs wurden ein Stück weit aktualisiert mit Benachrichtigungen, also REST API und PowerShell API. So. Dann kommen wir auch schon zum Punkt Parallels RAS 18.2 Demo. Ich möchte Ihnen dazu gleich in meiner VM, ich habe hier auf meiner Maschine alles virtualisiert, möchte ich Ihnen kurz die Möglichkeiten unseres optimalen Routings zeigen. Parallels Client für Windows 11 und das neue HTML5 Webinterface, also die native Zwischenablage, wie die hier benutzt wird, und die neuen Funktionen im Browserportal. So, ich habe mir jetzt mal hier meine Hype-Appliance schon mal vorkonfiguriert. Wir gucken hier gerade auf meinen Hyper-V-Manager. Da ist meine Hype-Appliance. Ich gehe mal schnell in die Konsole rein. Sie sehen, die habe ich fertig konfiguriert. Und wir schauen mal in der Parallels-Konsole. Verbinden uns schnell mit der RAS-Konsole. Ich gehe hier mal in den Vollbild, Server Farm, Hype. Da sehen wir, ich habe mir also eine Hype-Appliance konfiguriert. Die habe ich einfach mal DMZ genannt. Die hat die VIP-Adresse 200. Kann ich mir gut merken. Und entsprechend werden SSL und HTTP-Anfragen an meine dahinterliegende Secure Client Gateway Instanz, die hier bei mir auf SRV2 läuft, werden die also weitergeleitet. Als Geräte sehen wir hier die eine einzige Hype-Appliance. Die hat per DHCP ursprünglich die 36 bekommen und dieses Konstrukt hört jetzt auf die 200. Das Ganze schauen wir uns mal an. Wir gehen mal hier auf meinen lokalen Rechner und verbinden uns hier. Ich mache mal gerade abmelden. Verbinden uns hier mit meinem Gateway. Und ich starte jetzt einfach mal WordPad. Nur als Beispiel. So, WordPad ist da. Und jetzt gehen wir auf meinen Server. Wir schauen über Sitzungen, finden die Session von Tom, gucken uns die Eigenschaften an und sehen hier im Gateway-Fluss, er läuft wie erwartet über das Secure Client Gateway mit der 102. Das ist mein internes Gateway. So, jetzt, was hat es mit diesem optimalen Routing zu tun? Wir gehen hier auf die Veröffentlichung und sagen, der Calculator ist meine absolut businesskritische Applikation. Die soll zum Beispiel an allen Standorten, ja, an allen Sites verfügbar sein, gateway-übergreifend. Jetzt muss aber natürlich der User wissen, wie komme ich denn an, oder vielmehr der Parallel-Server muss natürlich wissen, wie komme ich dahin. Und dafür gibt es eben das optimale Routing. Da haben wir hier den neuen Tab Routing. Da kann ich mir hier ein entsprechendes neues Routing konfigurieren. Ich habe mir hier schon eins erzeugt, indem ich sage, diese Applikation Calculator wird mit einer bevorzugten Route angeboten, und zwar über meinen virtuellen Halbserver,
Ich könnte hier auch ein bevorzugtes Secure Client Gateway oder einen benutzerdefinierten Load Balancer, wenn ich einen CAMP, einen F5, einen NetScaler oder NHA-Proxy habe. Dann kann ich mir das so bauen. Ich möchte aber jetzt meine Halb-Appliance nutzen und sage, die Applikation Calculator wird bevorzugt über die Halb-Appliance mit der 200er-Adresse veröffentlicht, publiziert. Das Ganze war schon aktiv. Ich gehe jetzt her und mache Folgendes. Ich beende die Sitzung von meinem Tom. So, Tom ist weg. Wir gehen jetzt auf meinen Parallels-Client zurück und wir öffnen jetzt mal diese Calculator-App. Wir sind immer noch mit demselben Gateway in demselben Segment verbunden. Er kommuniziert hier auch korrekterweise erstmal mit meinem internen Gateway, die 102, und öffnet mir jetzt hier diese Calculator-Applikation. So weit, so gut. Wir schauen aber zurück auf den Parallels-Server über Sitzungen, finden wieder den Tom mit seiner Calculator-Session und sehen in den Eigenschaften, aha, der erste Hop geht nämlich jetzt über die Halb-Appliance, also über die VIP, ne, die 200. Dahinter verbirgt sich tatsächlich das Halbgerät mit der 36. Ich habe tatsächlich nur diese eine Appliance und vollkommen richtig, wie jetzt auch konfiguriert sein sollte, leitet diese Halb-Appliance an meinen SRV2, meinen Server intern weiter. Was ich Ihnen aber einfach nur damit zeigen möchte, ist, dieses optimale Routing leitet quasi die Information an den Client des User und sagt, okay, diese besondere Applikation nimmst du bitte mit folgender Route. Und damit kann ich sicherstellen, dass ich immer die beste WAN-Auslastung habe oder die beste WAN-Verbindung habe oder über das Internet route, je nachdem, wie ich das da einstelle. Wir gehen mal ins Portal zurück für meinen User. Melden den lieben Tom wieder an. Gehen hier oben über die Einstellungen. Und da sehen wir hier weitere Informationen, was im Web-Client neu hinzugekommen ist. Zum Beispiel die Zwischenablagenumleitung. Bei mir jetzt hier gerade ausgegraut sehe ich, das heißt, das Ganze ist auf meinem Gateway definiert worden oder per Richtlinie definiert worden, bidirektional. Wenn ich das natürlich per Client Policy offen lasse, kann der User hier selber entscheiden, ob die Zwischenablagenumleitung remote zu lokal, lokal zu remote deaktiviert oder bidirektional erfolgen soll. Die anderen Sachen wie hier Tonausgabe, Aufzeichnung und so weiter. Das haben wir hier alles in den Einstellungen optimiert. Da gehe ich mit meinem Administrator drauf. So, und hier ist definitiv neu das Ganze, der Unterpunkt Monitoring, dass ich das hier entsprechend konfigurieren kann. So, und auf dem Reiter Monitoring ist jetzt auch das Grafana mit hinzugekommen, so dass ich also hier die Langzeitaufzeichnung auch direkt sehen kann. Meine Demo-Umgebung ist nicht so oft hochgefahren, wie man sieht. Hier ist nicht viel an Informationen. So, und das sind eigentlich die wesentlichen Neuerungen von Parallels Remote Application Server 18.2. Ja, liebe Damen und Herren, an der Stelle war es das auch schon mit der Parallels-Demo zu der aktuellen Version 18.2, die Neuerungen in dem Produkt. An der Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und für Ihre Zeit. Testen Sie uns aus als Proof of Concept in Azure, in Amazon Web Services oder in Ihrer eigenen Infrastruktur. Kostenloser Download für 30 Tage zum Test. Ja, und ansonsten in allen Sprachen. Ich kann nur ganz wenige. Danke, gracias, merci und auf Wiederhören.